Lassen Sie sich nicht unterwandern und instrumentalisieren. Sie haben sich verrannt. Bitte kehren Sie um. Das war Bundesfinanzminister Christian Lindner auf dem Dreikönigstreffen der FDP. Mit dieser Aussage adressierte er die Bauern und Bäuerinnen, die seit Mitte Dezember letzten Jahres auf die Straße gehen, um gegen die Subventionsstreichungen zu protestieren. Übrigens, warum genau der Bauer sauer ist, darüber habe ich ein ausführliches Video gedreht. Ihr findet es auf dem News-YouTube-Kanal oder hier oben verlinkt. Am 8.1. startete die große Protestwoche und Bilder von Treckerkolonnen, verstopften Kreuzungen und Ozeanen aus Protestplakaten zeigten, so richtig ernst genommen hat Christian Lindners Worte wohl niemand. Im Gegenteil, die einzige Kehrtwende machte der Bundesfinanzminister selbst, als er am vorerst letzten Protesttag zu den Landwirten sprach. Lindner inszenierte sich als Bauernversteher, der genau weiß, wie hart ein Bauer arbeitet. Woher er das weiß? Weil er neben einem Feld aufgewachsen ist, weil er Jäger ist, weil er Chef des Bundesforstes ist und vor allem, weil er weiß, wie anstrengend es ist, einen Pferdestall auszumisten. Ich bin schon fertig, wenn ich den Pferdestall einmal ausgemistet habe. Deshalb weiß ich, was das für eine Arbeit ist. Und da er nicht mehr vor seiner eigenen Partei, sondern auf der Bühne vor Zehntausenden angepissten Bauern stand, war Christian Lindner nicht mehr der Meinung, dass die Protestler sich verrannt hätten. Jetzt findet er: Ihr Protest, er ist legitim. Und was die Gefährdung der demokratischen Grundordnung angeht, diese Angst ist mittlerweile auch verflogen. Und Ihr Protest ist friedlich. Einen wirklichen Eindruck davon, was die Bauern von diesem Zickzackkurs halten, bekommt man nicht, wenn man sich die Aufnahmen aus dem Pressebereich anschaut. Dafür musste man in der Menge gestanden haben. Und das habe ich. Hier die Kombination aus den Bildern vor der Bühne und aus der Menge. Viele hatten Angst vor schrecklichen Bildern. Auch ich hatte die Furcht vor schrecklichen Bildern. Aber davon ist zum Glück in den letzten Tagen nichts eingetreten. Was dann folgte, war ein Versuch, die Landwirte zu umschmeicheln, indem Christian Lindner den Unterschied zwischen dem Bauernprotest und dem der Klimakleber hervorhob. Hier die Reaktion aus der Menge. Wir stehen hier heute vor dem Brandenburger Tor, einem Symbol unserer nationalen Einheit in Deutschland. Kleber haben das Brandenburger Tor beschmiert. Die Bauern haben das Brandenburger Tor geehrt. Mein persönlicher Eindruck: Christian Lindner konnte mit seinen sonst so hochgelobten rhetorischen und kommunikativen Fähigkeiten nicht zu den Bauern durchdringen. Schuldenlast des Bundes, Zinszahlungen. Hier redet kein Bauernversteher, hier redet ein FDP-Chef, ein Politiker. Und die Reaktion der Menge ist ein klares Signal an die Politik. Denn obwohl in der Rede des Bundesfinanzministers neben platter Anbiederung und Politiker-Blabla auch durchaus vernünftige Stellen zu finden waren, zum Beispiel als Lindner auf die Wichtigkeit von Bürokratieabbau hinwies, hatte das Gros der Protestteilnehmer kein Interesse, der Argumentation des FDP-Chefs zu lauschen, der Argumentation eines Politikers. Mein Angebot an Sie: Lassen Sie uns nicht nur über den Agrardiesel streiten, diese eine Maßnahme, sondern lassen Sie uns über die Situation der Landwirtschaft insgesamt sprechen. All diese Worte hat man schon vorher gehört, man hört sie jetzt und man wird sie auch danach noch in ferner Zukunft hören. Aber substanziell ändert sich nichts. Lindners Angebot an die Menge fasse ich so auf: Nicht an Details, also dem Agrardiesel aufhängen, denn die Streichung der Subventionen bleibt sowieso beschlossene Sache. Besser über das große Ganze, also die Verbesserung der landwirtschaftlichen Situation im Allgemeinen sprechen. Im Allgemeinen, also unkonkret bleiben und Taten hinauszögern, sodass man einer Sache genug Zeit gibt, im Sande zu verlaufen. Das ist mein Eindruck. Aber vielleicht liege ich auch komplett falsch. Was glaubt ihr denn? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Spricht hier Christian Lindner, der Bauernversteher, oder spricht hier Christian Lindner, der Politiker? Vielen Dank.